Diese Farbe, die nennt sich Midnight Black Metallic. Zwei McLaren Artura stehen hier einfach so rum. Im Inneren des 500.000-Euro-Wohnmobils. Ein gut erhaltener Mercedes W108. Der RS e-tron GT elektrisiert heute auch. Na hallo, hallo, willkommen in der Klassikstadt in Frankfurt am Main. Es gibt heute moderne Autos zu sehen, aber auch Klassiker. Heute eine große Verkaufsshow auf dem Gelände. Also hier ist mal richtig was los, hier steppt der Bär. Der Mini Cooper, der hier steht, hat übrigens 178 PS, 4 Zylinder, 2 Liter Motor und diese Farbe, die nennt sich übrigens Midnight Black Metallic. Also ein Mini Cooper S, ja, mit drei Türen. Mal Tür ist auf. Ja, das ist alles sehr wertig hier drin. Oder hier auch diese Pedale, so. Total toll. Ja.
bestimmten Alter ist es ganz schwierig rauszukommen. Ich glaube so vor 15 Jahren, ja, jetzt wird es eng. Also Alltagsfahrzeug dann ein bisschen ungeeignet, ja, aber es war Spaß. Aber ich glaube, von mir hat es doch jetzt besser. Also hier im Toyota Supra 3 Liter Maschine 340 PS. Juhu! Wir gucken uns gleich mal das Dashboard an. Also, was haben wir denn hier? Können wir mal gucken. So, also. Mäusekino hier. Alles cool, oder? Mäusekino. Ja, wenn du im ersten Gang bist. So, gucken wir mal. Erster Gang. Und es hat 6 Gänge, ne? Turbo 6-Gang-Getriebe. Das ist schon ziemlich cool. So, so jetzt muss ich aber weiter. Genommen, ne? Batterie ersetzen oder einsetzen, müssen sie schreiben, oder? Ah, ah, ah. Hier für unsere Campingfreunde. Nehmen wir rein. Klettern. Komm mal her! Hallo! Und guck. Hier, Grüße gehen raus an meinen Kollegen. Ein schöner Pro A City Verso. Ja, das sieht schon geil aus. Ein cooler Toyota Pro Ace. Hier ein kleiner Fiat 600. Ja, es gibt auch schon günstige für 300.000. Wie teuer ist der jetzt? 500.000? Achso, das steht. Ja, das ist ein Schnäppchen. Brauche ich nur mein Haus verkaufen. Also Chassis ist ein anderer und Basis ist ein Mercedes. Okay. Hier muss ein Bildschirm stehen und der muss rausfahren. Vielleicht können Sie das als Sonder... Kaufe ich sonst nicht dabei. Vielleicht können Sie als Sonderausstattung das noch monieren, dass Sie das haben wollen. Das ist ja auch nur das Radio. Das ist ein Riesenplatz da. Das ist nur das Display vom Radio. Sorry Leute, geht nicht. Muss raus. Wo fahren wir jetzt hin, ne? Hinten ist mein McLaren und hier ist mein Wohnmobil natürlich. Ja,
Hallo. Wo kommt ihr? Auf den anderen hat. Okay. Ja, du guckst einfach in die Küche, ne? Das ist das Wichtigste im ganzen Reisemobil. Kühlschrank. Ah, hier sind überall Schränke. Hier ist das King-Size-Bett. Ah, naja, gut, das ist aber schon cool, die Dusche, das muss man schon sagen. Achso, haben die zugemacht, okay. Trennwand, okay. Da kannst du zumachen, wenn du nichts mehr von der Familie wissen willst. Das ist auch cool. Also man drückt hier drauf, kommt der Knopf raus. Jetzt gehen wir mal rein in die Klassikstadt mit den Glasgaragen. Dieser Klasse 280 SE Mercedes, heißt auch W108, ist ein Oberklasse-Modell mit Doppelleuchten, produziert 1965 bis 1972. Einfach nur ein ganz starkes Teil. W108 SE, oder? Wenn das nicht der Hammer ist. Guck, das haben sie sich vom Audi-Museum abgeguckt. Diese rotierenden Autos. Früher hat das Audi-Museum auch von diesem Museum sich das da abgeguckt. Vielleicht hat sich das Automuseum das von denen abgeguckt, das kann schon sein. Von 1951 der Alfa Romeo 6C, also 6 Zylinder, 90 PS, 2,4 Liter Hubraum, auch richtig cool.
Hier wird gerade ein VW T1 Bulli verschönert. Ja, ungewöhnlich, dass ein Oldtimer-Besitzer so eine Aktion macht. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Hier ein Elektroauto der Firma NIO. Ja, das ist die erste Limousine des chinesischen Autobauers. Und mit seinen Akkus erreicht der Wagen ungefähr 510 Kilometer Reichweite. Direkt eine Reportage aus dem NIO. Dieser schöne Oldtimer Peugeot 203 wurde 1948 bis 1960 gebaut. Sehr lange, hat einen 1,3 Liter Motor mit 33 kW und er wiegt nur lockere 950 Kilogramm. Hier ein Mercedes vom Classic Carsharing Club und Event. Da kann man einen Mustang oder einen Mercedes mieten, eine Pagode. Okay, das ist auf jeden Fall ein cooles Auto. Alles hinter Glas hier. Dieser Lancia Integrale ist ein Rallye-Fahrzeug der Gruppe A WRC von 1991 mit einem 4-Zylinder-Turbomotor, 2 Liter Hubraum, ca. 300 PS, 1050 Kilogramm und es ist also ein Originalwagen mit einem Martini Racing Nummernschild. Das Fahrzeug befindet sich im kompletten Originalzustand, kann auf jeden Fall gefahren werden, ist voll einsatzbereit. Ein Maserati Ghibli, benannt nach dem Sahara-Wüstenwind, auch sehr selten, exklusiv, ein richtig cooles Fahrzeug.
Diese Glasgaragen sind natürlich für Oldtimer-Besitzer richtig cool. Da kann man die sehen, aber eben die Oldtimer nicht kaputt machen oder anfassen. Auf der anderen Seite denke ich natürlich so, naja, ich sag's mal mit den Worten von Dom Toretto. Es gibt nichts Traurigeres, als ein Tier im Käfig einzusperren. Wird Zeit, das Tier zu befreien. Der Porsche 993 Carrera 4, das ist die letzte Modellgeneration des 911ers mit einem luftgekühlten Motor, also für viele so der letzte richtige Elfer. Der Alpine ist natürlich die Marke von Renault, die Sportmarke A110S ist ein Zweisitzer-Coupé mit Mittelmotor und Hinterradantrieb, 4 Zylinder und sogar 7 Gänge mit 1,8 Liter, 300 PS, ungefähr 80.000 Euro, so wie das Fahrzeug hier steht. Da ist die Welle. Thank you.
Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Und wir haben auch immer noch die 50 Abonnenten Challenge. Also bei 50 Abonnenten werde ich auf jeden Fall ein Special machen. Vielen Dank, ihr motiviert mich auf jeden Fall damit. Jahre Opel 4 PS Laubfrosch und wir feiern mit.